und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich einen super leckeren No-Bake Cheesecake. Und zwar ist der richtig lecker. Alles könnt ihr mit der Küchenmaschine machen und ihr müsst überhaupt nichts backen, nichts kochen, gar nichts. Und der ist im Nu zubereitet. Schmeckt ein bisschen nach Raffaello, nach Kokosgeschmack, Limette, Zitrone, richtig schön karibisch. Richtig lecker, den müsst ihr also unbedingt einmal ausprobieren und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Um diesen rohen Cheesecake jetzt zu machen, das geht super einfach. Ihr braucht erstmal folgende Zutaten für den Boden und zwar einmal Datteln und Aprikosen. Das ist dann ein bisschen süß und gleichzeitig aber auch sauer. Und das Ganze lässt ihr in heißes Wasser für ein paar Minuten liegen, damit es schön weich ist und eure Küchenmaschine es dann später einfacher hat. Dann braucht ihr noch ein paar Mandeln und ein paar Kokosraspeln. Und als allererstes gebt ihr dann die eingeweichten Datteln und Aprikosen in eure Küchenmaschine. Mixt das Ganze gut durch, damit es eine schöne Dattelpaste ergibt, beziehungsweise Aprikosenpaste. Und ein bisschen Wasser könnt ihr natürlich auch noch zugeben, wenn ihr das Gefühl habt, die Maschine braucht noch ein bisschen von dem Einweichwasser. Dann kommen die Mandeln hinzu und dann natürlich auch noch die Kokosraspeln und das Ganze wird so lange durchgemixt, bis ein zusammenhängender Teig entsteht. Die fertig gemixte Masse für euren Boden gebt ihr jetzt in eine mit Backpapier ausgelegte Springform, dann drückt ihr das schön am Boden fest und zieht noch einen ca. 4 cm hohen Rand hoch und einen Teil davon lasse ich dann noch übrig, später für die Dekoration. Dann geht es weiter mit der Füllung und dafür braucht ihr eure Küchenmaschine jetzt nicht extra reinigen, sondern ihr könnt einfach weitermachen. Und für die Füllung braucht ihr zuallererst Cashews. Diese müsst ihr entweder in kaltes Wasser im Kühlschrank einweichen lassen über Nacht oder zum Beispiel eine Stunde mit heißem Wasser übergießen und dann geht es genauso gut. Dann braucht ihr eine Dose Kokosmilch und da am besten Vollfett verwenden und diese müsst ihr über Nacht in den Kühlschrank stellen. Und davon brauchen wir dann nur das Weiße, also die Kokoscreme und das Kokoswasser, das brauchen wir dann nicht. Dann braucht ihr eine Süße eurer Wahl. Ich nehme jetzt hier Reissirup. Ihr könntet zum Beispiel auch Ahornsirup verwenden oder zum Beispiel Xylit. Das würde auch gut funktionieren. Damit das Ganze auch schön karibisch schmeckt, brauchen wir natürlich noch ein bisschen Limette und Zitrone. Da nehmt ihr am besten Bio, damit wir auch die Schale mitverwenden können, bedenkenlos, damit die eben nicht gespritzt sind. Dann braucht ihr noch ein bisschen Salz und ich verwende noch Tonkabohne. Das hat nämlich so einen Mandelgeschmack. Das passt auch sehr gut zu diesem karibischen Flair, zum Raffaello-Geschmack sozusagen. Oder ihr könnt zum Beispiel auch ein bisschen Vanillepulver verwenden. Das würde auch sehr gut gehen. Jetzt kommt das Ganze in eure Küchenmaschine und als erstes müsst ihr die Cashewkerne von dem Wasser befreien, also das Wasser wegschütten, nochmal schön ein bisschen abspülen und dann könnt ihr die Cashewkerne hineingeben. Dann kommt der feste Teil der Kokosmilch hinzu, also die Kokoscreme. Dann kommt euer Süßungsmittel nach Wahl dazu, also bei mir eben Reissirup. Dann reibe ich die Schale von der Limette und der Zitrone hinzu. Und anschließend presse ich das Ganze auch noch aus, damit ich den Saft verwenden kann. Ich nehme dann die ganze Limette und die Hälfte der Zitrone. Dann kommt natürlich ein bisschen Salz hinzu, eine Prise davon, ein bisschen Tonkabohne. Und dann ist das Ganze auch schon fertig und wird püriert. Jetzt muss die ganze Masse ordentlich püriert werden, bis es richtig schön cremig ist. Ihr könnt auch nochmal abschmecken, ob es euch wirklich süß genug ist oder nochmal nachsüßen. Jetzt kommt die Masse in die vorgefertigte Backform hinein und dann gebt ihr das Ganze für einige Stunden ins Gefrierfach, damit es richtig schön fest werden kann. Und wenn eure Torte dann fertig ist, also richtig schön fest geworden im Tiefkühler, könnt ihr sie rausnehmen und dann noch nach Belieben dekorieren. Ich habe jetzt noch ein paar Scheiben abgeschnitten von der Limette und der Zitrone, ein bisschen draufgelegt. Dann passen natürlich gut noch Kokoschips oder Kokosraspeln und mit dem restlichen Teig, den ich noch übrig hatte, daraus habe ich noch kleine Kugeln geformt in verschiedenen Größen. Das finde ich auch ganz hübsch, wenn man das so richtig schön oben drauflegen kann. Und so sieht der fertige Cheesecake aus. Er ist richtig lecker, sieht total hübsch aus, total cremig. Das Coole ist eben, dass ihr ihn einfrieren könnt und wieder auftauen könnt. Und nach Lust und Laune habt ihr immer wieder ein Stück leckeren Kuchen im Tiefkühler. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, besucht mich auf meinem Blog fraujannik.com. Da sind übrigens immer alle Mengenangaben und ich freue mich jedes Mal riesig, von euch zu lesen, wenn ihr mir einen Kommentar da lässt oder mir auf Instagram unter dem Hashtag fraujannik ein Foto schickt, was ihr schon nachgemacht habt. Vielen Dank dafür, das freut mich jedes Mal riesig.
So, ich gehe jetzt hier Cheesecake essen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.